Hey, ich grüße euch. Ich habe gerade einen Film angeschaut, den habe ich ewig nicht gesehen. Das ist echt Jahre her gewesen. Und zwar Killer Clowns von Outer Space oder Space Invaders. Den Film habe ich damals gesehen. Das ist, wie gesagt, glaube ich, es war, habe ich 89 oder so, wo der rausgekommen ist, Videotheken damals. Der Film ist immer noch gut, aber ich weiß irgendwie nicht, ist das mehr Horrorfilm oder mehr Komödie? Also der Film, wie gesagt, war früher 18 gewesen, ist neu indiziert worden auf FSK 12, vorher 18, 12, das ist ein bisschen komisch, finde ich. Ich würde den Film eher als Komödie einschätzen, als Horrorfilm wäre da ein bisschen, da sterben Menschen, aber die sterben lustige Art, ehrlich gesagt. Also der Film ist echt einer der verrücktesten Filme, die ich je kenne, gesehen habe und kenne, kann man sagen, weil der Film ist extrem komisch und irgendwie Killer-Clowns, denkt man immer, die komischen Clowns, die da rumlaufen, so Essen-mäßig oder Terrifier-mäßig, das ist ganz anders. Das sind Aliens aus dem Weltall, die als Clowns rumlaufen. Das Raumschiff von denen ist ein riesiges Zirkuszelt. Sagt schon alles aus. Die Story ist, ich spoilere nicht, keine Sorge, nur grob kann man sagen, in dem Story-Film geht es darum, dass die Aliens Kanonen haben und die Menschen dann anschießen damit. Und da verwandeln sich Menschen in einen Kokon aus Zuckerwatte, den die dann essen oder trinken, kann man sagen. Und die haben echt komische Waffen, kann man sagen. Die haben zum Beispiel eine Popcorn-Kanone. Die schießen mit Popcorn. Das Popcorn bleibt an den Leuten dann hängen. Und aus dem Popcorn haben die dann so Hunde, so Ballonhunde, die vorher aufgeblasen werden. So richtig so Luftballonhunde, kann man sagen. Die dann die Spur von dem Popcorn verfolgen, um die Menschen da aufzufinden, die abgehauen sind. Und aus dem Popcorn werden später andere Killer-Clowns, Baby-Killer-Clowns, die irgendwie so eine, kann man sagen, ähnlich wie ich sagen, so fleischfressende Pflanze, so lange aus dem Popcorn, so ein Samen da irgendwie, dann wird so ein Schlauch raus und dann irgendwie so ein Kopf mit so Killer-Clown-Köpfen drauf, so ganz süße Killer-Clown-Babys. Also der Film ist echt crazy, würde ich sagen, aber immer irgendwie das so schlecht, würde ich sagen, dass er wieder cool ist irgendwie. Das ist schwer zu beschreiben, aber so den Film muss man mal gesehen haben, um sich ein Urteil bilden zu können von dem Film, weil ich habe selten einen Film gesehen, der so komisch ist, wie gesagt. Das ist irgendwie so ein. Dann haben die da so ein Schattenspiel, kennt ihr auch, wie so Zirkus halt, so Schattenspiele mit so am Schatten so Dinger machen, so Figuren machen und so. Und dann macht der alles solche so Figurenform da irgendwie, so ein Schatten, der da Menschen auffrisst und dann zusammenspinnt und so. Also der Film ist echt crazy und die ganzen Sachen, was die haben irgendwie. Also die Clowns haben so ein Transportmittel, ein Dreirad, ein Clown fährt auf dem Dreirad rum und so. Die Waffen, die die haben, die gesagt Popcorn-Pistolen und die. Dieser Kanon, aus denen dann Menschen zu Kokons aus Zuckerwatte klingen, das klingt, glaube ich, zugedröhnt, wenn ich das erzähle, alles ehrlich gesagt. Wie gesagt, die Waffen von denen sind aus wie so Babykanonen, so spielzeugmäßig. Also der Film ist echt hammermäßig, wie soll ich sagen, lustig, komisch, grottig. Ich habe echt kein Wort dafür, wie gesagt. Also der Film hat damals gut gefunden, war ich gewesen, irgendwie, da war ich 14 oder 15 gewesen. Da habe ich den Film gut gefunden, aber mittlerweile, würde ich sagen, der Film ist ein bisschen komisch. Wie gesagt, also der Film. Wie soll ich beschreiben? Also Killer Clowns, ich habe aber sogar einen Killer Clown gehabt damals, irgendwie vor 6, 7 Jahren habe ich mal einen gehabt, diesen einen da, mit so einem Kokon damals von Sato Toys, habe ich leider verkauft. Ich habe viele Sachen verkauft, die muss man genau aufmachen, welche Sachen ich alles verkauft habe, darüber traurig bin, aber kann ich nicht ändern. Es gibt Killer Clowns, gibt es auch noch andere mal rausgekommen, Shorty, Farbvariante, zwei Figuren rausgekommen, das war Neger, glaube ich, dann noch zwei von Neger. Ich mir wünschte nur so gesehen, dass mal Killer Clowns, die ganzen Figuren, die ganzen Killer Clowns von den Film alle rauskommen würden, von Mattel, so Masters-mäßig, also Ernika-mäßig alle rauskommen würden, so den Preis, die sogar sammeln, ehrlich gesagt, aber die so cool ist der Film und wie gesagt, die Effekte in dem Film sind echt ein bisschen grottig, kann man sagen. Ich sag nur, da kommen auch zwei Brüder vor, im Eiswagen ein bisschen beschränkt sind, nur Weiber im Kopf haben, die echt behohl sind, die beiden, kann man sagen, mit dem Eiswagen, mit dem Clown oben drauf. Dann ein komischer Polizist, dann seine Freundin, dann die Freundin von dem Freund und so. Also das ist. Die Hauptcharaktere, wie gesagt, sind interessant, finde ich. Und die Story ist echt lustig. Wie man sagt, ein Raumschiff als Zirkuszelt, Killer-Clowns, die da rumlaufen, Menschen entführen. Auch Puppenspiele kommen da vor. Und dann gibt es auch Torten, die geschmissen werden, Tortenschlacht. Aber die Torte ist dann irgendwie aus Säure oder die Menschen auflöst und so. Also der Film ist echt gruselig. Einzig, wenn man Killer-Clowns töten kann, man die rote Nase irgendwie abschießt. Also das ist schon ein extrem interessanter Film. Also ich finde den Film echt gut, kann man sagen. Also ich finde ihn so, die Effekte und so, also wie gesagt, der ist so schlecht und so ungewohnt, dass der Film gut ist. Also ich finde, der Film ist mittlerweile cool, würde ich sagen. Der ist von 88, sehr alt schon mittlerweile, aber der Film ist echt so crazy. Also so ein Film muss man echt mal gesehen haben. Also was die gemacht haben damals, den Film gedreht haben, also die Regisseure und das Drehbuchautor, haben die da irgendwie gekifft damals bei den Drehbuchproduktionen. Die Story ist sowas von durchgeknallt, das glaubt man gar nicht. Also der Film ist echt einmalig, also Film noch nie gesehen. Also wenn man da irgendwie für Terrifier vergleicht, irgendwie, oh mein Gott.
Also sind keine bösen Killer-Clowns, das sind irgendwie so Außerirdische, die komische Hände haben und so. Der Film, für mich Note irgendwie 10 von 10 Sterne, weil der Film irgendwie so schwer zu beschreiben ist. Also wer den Film kennt, könnt ihr gerne Kommentare reinschreiben. Würde mich darüber freuen, mal eure Meinung zu lesen, was ihr von dem Film haltet, wenn ihr den kennen solltet. Und wie gesagt, der wird aktuell gestreamt bei Amazon, umsonst bei Amazon Prime. Ich habe noch, ich glaube noch irgendwie noch 10 Tage oder so, keine Ahnung. Ist ja egal. Der Film ist, wie gesagt, habe ich ewig nicht gesehen. Das Kind damals gut gefunden, gruselig gefunden, da war ich nicht so alt gewesen. Aber mittlerweile, der Film ist einfach nur eine reine Komödie, über die man kaputt lachen kann, wenn man das sieht. Das ist so irgendwie, also da sollte man besser, wenn man den Film guckt, wenn man die 2 Bier vorgetrunken hat, dann macht der Film doppelt so viel Spaß, finde ich. Also der ist so durchgeknallt. Das ist meine Meinung davon, den Film, wie gesagt. Dann sage ich mal, bis bald und schönen Abend noch. Ciao.